Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge FIFA 19, der Karrieremodus. Und wir werden heute mal gegen den SV Wehen spielen. Noch nie gehört. Und zwar haben wir das letzte Spiel ja verloren. Wir gucken mal auf die Tabelle. Die sind auf dem 13., haben einen Unentschieden gespielt, wa? Und wir haben verloren. Okay, gut, wir müssen auf jeden Fall dieses Mal ein bisschen besser agieren und spielen jetzt auswärts. Ja, müssen jetzt am Weiß spielen, egal. So, wir werden, ich habe es ja schon mal angekündigt, ich versuche es so zu machen, dass wir, naja, nicht so spielen, so wie ich jetzt das mache, nein, irgendwann mal an der richtigen Saison anzukommen und dann einmal eine Woche ein Spiel zu bringen. So wie es halt in richtig. Wir sagen hallo zu diesem Spiel. Wir, das sind Frank Buschmann und Wolf Fuß. Also, ich bin bereit, es kann losgehen. Okay, ich auch. Und da geht's los. Das sind wahrscheinlich nicht die Originalstadien. Oh. Verteidiger, 36 Jahre, 1,80. Okay. Der Alf. Okay, jetzt geht's los. Wieder mal ein Spiel, wo es darum geht. Heute soll mehr rumkommen als zuletzt. Da haben sie das Heimspiel ja verloren. Bei diesem 1:2 hat ihnen ja eigentlich nur das entscheidende Quäntchen gefehlt. Oh. Auch heute wird's wieder eine ganze schönes Ding von Maximus. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich guck mal. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Zwar nur ein Sturm. Defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur... Gut. Aber es war mal... Offensivqualitäten. Mein Probierer, ne? Mittelfeld kommen. Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Man kann es ja mal probieren. Das war schon mal die richtige Richtung, aber ja, okay. Ja. Was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Was erzählt er denn hier von Schnee? 5,8 auf der Richter-Skala hat der Maximus. Nicht gerade besonders. Manuel Schäffler, guter Pass. Die Flanke fängt er ab, sehr gut gemacht. Ey, der hat mich weggekickt. Kann man... ich bin zu weit weg. Jetzt schießt er. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. So, zu meinen Leuten. Nein, das kann noch nicht wahr sein. Noch zu unkonzentriert, aber man kann auch sehen, die beiden Spiele, die Cottbus gemacht hat, die sie ja gewonnen haben, danach eigentlich nur noch Müll. Ach, ich war der Einwurfwerfer. Brooks. Ach. Super Aktion, gut geklärt. Wir kommen nicht so richtig durch, also da fehlt immer noch was. Er schießt. Das war aber ein guter Pass. Danke erstmal fürs Abo, Unbekannter. Gut. Oh. Das hat bestimmt weh. da brauchst du nicht aufregen. Jetzt Eckball. Gefahr erstmal nach dieser Reingabe. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Da ist die Flanke. Ey. Und wir haben den Ball wieder. Vom Verteidiger. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ey! Der hat mich komplett weggepasst.
Da ist Platz. Och, das kann nicht wahr sein, ey. Wie spielen die? Gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Das sieht immer aus, als wenn die Gegner hunderte von Leute haben in der Verteidigung. Warum hat er den Ball nicht gekriegt? Ist er noch zu schwach für irgendwelche Sachen? Spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Nee, schießt er ihn rein? Oh, der war ganz knapp. Ganz knapp. Das hätte die Führung sein müssen. Hat nicht viel gefehlt. Naja. Ach nee, Cottbus. Also waren die Vorbereitungsspiele deutlich besser. Da haben wir ein paar Tore gemacht mit unseren Spielern, aber jetzt hier in der Liga. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Menschen den Fußball lieben und das weltweit. Ja, Sportart Nummer 1. Der Fußball wächst immer weiter und das begeistert mich. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Das ist wirklich. Da bist du schon da vorne und dann schießen sie einen komplett weg. Schwach. Mann, Cottbus. Und da, das hängt natürlich jetzt auch an meinen Spieler, ja. Ich kann ja gar nichts richtig zeigen, weil die Möglichkeit gar nicht so richtig besteht. Ja. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Ja. Hat er gut gemacht. So. Und so, wir haben den Stanese. Sie kommen jetzt über außen. Ja, guckt euch das an. Da kommt der Pass auf außen. Meine Güte, was soll denn da werden? Manuel Schäffler. Wenn wir jedes Mal Fehlpässe machen da vorne. Da kommt die Flanke. Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt. Wieso zeigt er mir eigentlich so einen Pfeil an? Nicht verwerten, Chance vertan. Wesen, den 10. Kopfball probiert. War hier irgendwie manuell Kopfball irgendwas drin? Naja, schreibt das mal in die Kommentare rein. Mockenhaupt. Sebastian Rotza. Oh, dann macht mal eure Verteidigung hier. Oh, kommt mal ja. Niklas Dahms. Da haben jetzt Platz. Jetzt hätte er Anspielstation. Er nimmt ihm den Ball ab. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Fuck, ey. Sag mal nicht. Jetzt wird's gefährlich. Ich hau die jetzt alle oben. Niklas Dahms. Ich bin da so weit vorne. Keeper geht gut zum Ball. Faustet ihn weg. Da passt er auf. Ball geklärt. Jetzt hol dir den Ding. Ich glaube, wir sind alle ganz schön schlecht hier, wa? Spiel meiner Mannschaft, ne? Gut noch geholt. Schuss! Schlaflos, überhaupt nicht gefährlich. Ich will eigentlich den Pfeil da gar nicht sehen. Wie war denn der? Was ist denn das eigentlich? Trainermodus? Statusanzeige? Pass? Schusshöhe? Nee, Höhe aus. Schusstiming, ja, das machen wir mal. Also, das irritiert mich denn nur. Das ist vorbei, 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Simon Brandstetter. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Brooks. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt schießt er. Ecke. Immer Hektik im Strafraum vor dem Eckball.
Ja, es war aber wenigstens mal ein Versuch. Die anderen kriegen ja nicht hin. Jetzt die Ecke. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Ah ja, 5,6. So, steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Richtig schlechtes Spiel. Aber es steht 0-0. Aber das soll nicht unser Anspruch sein, ja, mit Energie Cottbus. Ja, vielleicht. Denke ich einfach, das könnte was werden. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, mappen. Ist weiter nix. Und dann sage ich immer fortsetzen. So, jetzt. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ah, gut. Oh, und dann lassen sich wieder die Bälle wegnehmen. Sebastian Rotzer. Dann wurde ich schon wieder ausgelacht. Danke dir. Und guter dann. Pass. Kein Problem für den Torhüter. Ja, wie kann man denn so einen Ball da mir hinschießen? Einfach nur drauf prügeln bringt auch nichts. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Mockenhaupt. Ja. Sebastian Rotzer. Das zieht er ab. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ja, das ist alles nur. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ah, oh, da geht er vorbei. Kuhn. Was macht der denn jetzt? Jetzt die Flanke. Manuel Schäffler. Oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0 zu 0. Das war natürlich eine Riesenchance. Beide Teams werden wechseln. Ich habe irgendwie die Vermutung, ja, wenn es nicht läuft, dann, dass da gar nichts mehr zu machen ist heute hier. Da, so richtig zu holen. Ja, jetzt haben schon wieder die anderen den Ball. Gut, fängt jetzt diesen Ball ab. Da ist jetzt Platz. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Jetzt die Flanke. Ah, fuck. Das war keine gute Flanke. Alf Minzel. Oh. Jetzt ist es also offiziell. Er geht zum BVB. Aha. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ey, habt ihr das gesehen, was der gemacht hat? Schönes Zuspiel. Der macht hier Tricks, dieser Blödmann. Er müsste gleich 10.000 Euro Strafe zahlen. Als letzter Mann Tricks machen. Raus mit dir. Der hatte das letzte Mal ein Tor geschossen. Niklas Dahms. Spielt er den Ball in den Strafraum. Klasse, wie er das gelöst hat. Ich will jetzt, das ist nicht meine. Ja, schlechtes Stellungsspiel. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ah, da hätte er schneller gehen. Oh, was für eine Trottels. Konterchance vertan. Brooks. Oh. Hereingabe. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da kann er klären, gut aufgepasst. Brooks. Und da liegt einer von uns. Weil der Blödmann auch gerade noch den Ehen mitziehen konnte. Ja, sein Verteidiger. Und rennt zu mir hin. Blöder Ochse. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Ja, den Ball hat er. Wir schauen an die Seitenlinie. Buschi wechselt beim SVW in Wiesbaden. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Schönfeld. Ey, die gewinnen doch keinen Zweikampf hier. Und da ist der Ball wieder weg. Ja. Und dann schießen sie aus, ey. Ach, hör auf.
Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Tich Rivero. Schönfeld. Ah, geht doch. Brooks. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh. Gut aufgepasst vom Torwart. Super Zuspiel. Jetzt kommt der Schuss. Fast ja. Führung. Wenigstens einen Schuss mal. Wie er da wegspringt. Okay, weiter geht's. Wir haben. Ey, wir. Das wird hier nur ein 0-0. Wenn es weiter so geht, oder? Wir kriegen noch ein Ding rein. Die letzten 15 Minuten jetzt. Daniel Stanese. Ach Mann, ey. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Schon Mario wieder Ball. Kriegt er auch mal dreimal einen Ball hin? Wird's jetzt gefährlich. Ja, pass auf, die schießen noch das Ding rein. Oh. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. Ich werde ja gleich mal Druck. Brooks. Ey, was soll denn dieses Zuspiel? Ach, ja, ey, du kannst nicht mal richtig den Ball in die Hand nehmen hier. Schaffen Sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Ach, Mann. 6 Minuten haben wir hier noch. Schöner Pass. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Kacke. Aber der Pass war eigentlich ganz gut, was der gemacht hat. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt Abseits. Ja, dann war's Abseits. Sie wechseln aus. Ein weiterer Stürmer wird ins Spiel kommen. Ich bin gespannt, ob sie das Spiel mit dieser Maßnahme für sich entscheiden können. Aber, ey, was kickt der mich denn jedes Mal um? Brooks. Tolles Zuspiel. Och, Mann, ey. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Yes! Man spürt richtig, wie die endlich das. Oh, ich hab den gesagt. Schieß drauf, Mensch. Die ganze Zeit angerannt. Vergeblich. Oh. In der 90. war. Ja, es war doch gut. Wie hier. Guck mal hier. Habe ich rausgespielt? Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut rein. Und dann habe ich gesagt, schieß drauf, Mensch. Ah. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Puh. Aber ich bin echt nicht zufrieden. Okay, das Spiel ist noch nicht zu Ende. So, kann er sich freuen. Erstes Tor. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt's oben drauf. Oh. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Jetzt die Flanke. Oh, was ist denn das für eine Flanke? So hoch, das war nix. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. So, wir haben gewonnen. Da kommt der Schlusspfiff. Und natürlich haben sie den Sieg. Aber, Buschi, richtig überzeugend war das für mich nicht. Nee. Zumindest war es deutlich knapper, als sie sich das vorgestellt haben. Letztendlich ist es der Erfolg. Das ist dann am Ende ja immer die Hauptsache. Zweiter Versuch, ein Tor. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Ich werde bald nur noch Auswechselspieler sein, wenn es weiter so geht. Okay, aber wir können es nicht ändern. Hier ist Maximus. Scheiß Tag für ihn, aber manchmal ist es so. Wir haben Schüsse, ja, 25%. Torvorlagen,
0. Kurze 14 von 6. Statistik. 2 Kämpfe, 1 verloren. Abgefangene in 5-mal schlechtes Stellungsspiel. Na, okay. Okay. Dann machen wir mal weiter. Und jetzt schauen wir mal, wie es, die haben auch nur unentschieden gespielt, wie es denn in der Tabelle aussieht. Ach, Mann. Und Cottbus auf dem 11. Gut. Wir sind echt nicht gut. Gut, das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und der Haching ist der nächste Gegner. Und dann, ja, wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein. Bye, bye.